Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Oh, Wellness, da mache ich mit. Da mache ich mit. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Okay. Und okay. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Bogen. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Was? Wieso? Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Ich weiß, was Kunst ist. Das ist Scheiße. Nö. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Was? Kann ich aus dem Fenster springen? Kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. Gestern haben wir Portal 1 abgeschlossen, was sehr, sehr fix ging. Deswegen habe ich mich direkt nach der Aufnahme und die nächste Aufnahme gesetzt. Und wir spielen jetzt Portal 2 und wir gehen schlafen. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999. Nein, wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehend verlassen müssen. Alle Tests. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Hallo? Kannst du diese Anlage im Hyperschlaf zu? Kannst du die Tür aufmachen? Halt die Fresse, ich höre dem gerade Typen zu hier. Oder falls Sie eine englische. Und mach schon die Tür auf. Das ist so aggressiv. Hallo mein Freund, mach doch mal die Tür auf und schreiben Sie uns einen Brief. Viel Glück. Kann euch beide nicht zuhören. Wer ist das überhaupt an der Tür? Englisch. Hello, friend. Open the door. Where is the... Nee, Schön. Nein, wirklich. Alles gut. Es flehen mich ja nur 10.000 andere Testsubjekte an, Ihnen bei der Flucht zu helfen. Ist ja nicht so, als würde uns die Anlage hier gleich um die Ohren fliegen. Was? Um die Ohren fliegen? Na schön, ich will ehrlich sein. Du bist das letzte Testsubjekt hier. Und wenn du mir nicht hilfst, sterben wir beide. Wie lange lag ich hier? Ich wollte nicht sagen, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Kapiert? Tot. Wie in Leiche. Was? Mach die Tür auf! Wer? Tot? Was ist für eine Schiene hier? Hallo? Ja, ich komm gleich, mach warte. Schon. Guck noch kurz in den Kühlschrank, kann ich nicht. Hallo? Ich komm ja schon. Ja, du siehst furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Was? In den Schrank. Kann ich in den Schrank? Unsichtbare Mauer. Was zum Teufel ist hier passiert? Hörst du mich? Hallo? Der Kühlschrank ist offen, danke. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Bist du nicht das Auge von GLaDOS? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze vor. Was? Kernschmelze? Oh! Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Was? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Holy shit. Ja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich?
Ich muss hier erstmal durchkommen. Wo bringst du mich hin? Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Moin, meine schöne Bude. Ich bin auf dem Bett. Das Bett scheint sicher zu sein. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Was willst du hier noch andocken? Ich hab nichts mehr. Wow. Gut angedockt. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Oh Gott. Wieso bin ich nicht mehr auf meinem Bett? Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay. So ist es gut. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Streng! Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Okay. Was ich hier sehe, das ist meine Kammer aus Portal 1. Ich denke mal, da wo ich gerade aufgewacht bin, war auch unsere alte Freundin, mit der wir zuvor gegangen sind. Sie hat GLaDOS getötet, diese Maschine. Und deswegen wurden die Subjekte nicht mehr aufgeweckt, um sie zu testen. Okay. So viel dazu. Wie sehe ich aus? Ich bin doch dieselbe Person. Hä? Das heißt, ich wurde in diesen Raum gebracht. Nachdem ich GLaDOS getötet habe, wurde ich in den Raum gebracht. Zum Schlafen. Okay, ich verstehe. Um das Ganze zusammenzufügen. Vor Portal 1 habe ich mich da schlafen gelegt, was wir am Anfang gesehen haben. Mit der Übung und so weiter und so fort. So. Dann wurde ich aufgeweckt und hierher gebracht. Dann habe ich GLaDOS getötet. Da hat mich irgendwer wieder reingeschliffen und ins Bett gepackt. Und jetzt bin ich wieder hier. Wo alles angefangen hat. Klasse. Super. Okay. Würfel und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Das kennen wir ja schon. Diese Tests, die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Aber wieso ist das plötzlich eine männliche Stimme? Hat er sie ersetzt? Hat der Kleine, der uns gerade gerettet hat, so ein Auge von GLaDOS war das, ne? Hat er sie ersetzt? Und wieso sind die Fahrspiele so anders geworden? Modern. Hat jemand die Fahrstühle aufgerüstet? Abstergo. Ich weiß, das heißt nicht Abstergo. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Was? Der erste Test. Okay, diesmal dürfen wir selbst entscheiden. Das heißt, ich kann hier drauf drücken.
was uns das auch immer bringt. Aber ich kann den Würfel holen. Komm mal her, mein lieber Würfel. Ich hab dich vermisst. So. Dann gehen wir hier hin. Und platzieren die Würfel drauf. Sehr schön. Achso. Das auch noch. Das ist aber nicht der erste Test. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ich fühle mich gerade nicht so sicher. Wieso ist meine Maus jedes Mal im Bild? Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, Das waren auch die Maschinen von hier. Meine Lieblingsmaschine. Lilly, bist du das? Lebst du wieder? Lilly, ich muss dich wiederfinden. Vielleicht war sie gar nicht tot. Vielleicht ist sie auch eingeschlafen. Test Nummer 2. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Arschloch. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Nein. Lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Bis in einer Stunde. Hoffe ich. Okay, wir haben schon mal die blaue Kanone. Hey, wir können jederzeit zurück. Ist das nicht toll? Und wir sind ein bisschen fixer unterwegs. Aber wir können uns nicht mehr ducken. Doch, können wir. Das ist eine andere Taste. Was war das? Ich kann die Teile wieder auflösen von alleine. Cool. Was auch immer mir das bringt. Glaube ich. Nö. Was ist das für eine Taste? Hä? Was ist das da hinten? Ach, ich kann das Portal durch die Wand sehen. Ist ja crazy. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Hat er gerade ein Höh gesagt? Gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Okay. Ja, solange die Roboter wissen, dass sie mich nicht töten dürfen, ist alles gut. Da ist meine Maus wieder. Hallo Maus, du wirst mich jetzt jedes Mal begleiten hier im Ladebildschirm, glaube ich, ne? Ich kann euch mal ein bisschen was zeigen, wie zum Beispiel dieses Symbol. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. The fuck? Okay. Test Nummer 4. Das geht ja hier richtig fix voran. Kann ich dich nicht einfach rüberschubsen? Ach, den Test kenne ich noch. Den Test kenne ich noch. Und der andere Würfel war hier unten, ne? Genau. Ist ja alles wie bei alten Freunden. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Unverdientes Lob? Dankeschön.
Ah, hier bin ich wieder. Ah. Ja. Es wiederholt sich alles. Was ist denn hier? Sagen wir, sind wir jetzt in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Damals waren hier noch andere Rechner. Irgendwelche Formeln? Wieso ist der Rechner so alt? Hä? In Portal 1 hatten wir moderne Rechner. Ist ja crazy. Das alles hier ist ein bisschen schneller und vor allem lebendiger ist das Ganze hier. Hallo Ladebildschirm und Maus. Ich hab dich vermisst, Maus. Whee. Ich glaube, die Maus im Ladebildschirm soll einfach dazu dienen, dass man sich währenddessen ein bisschen beschäftigen kann. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay. Ich kann es natürlich nicht wieder nicht an allen Wänden platzieren. Ne? Hui! Achso, natürlich. Ich habe ja noch kein gelben. Ich habe ja noch kein gelbes Portal. Wieso habe ich dann das blaue Portal dahin geschossen? Okay, da hinten sehe ich schon mal einen Würfel. Gib mal her, das Ding. Gib mal her. So. Legen wir den Würfel nämlich hier drauf. Was zum Teufel? Sollst du nicht werfen, sollst du liegen. Ach cool. Dann hol ich mir noch einen Würfel. Oh. Okay. Wenn ich mir noch einen Würfel hole, löst sich der andere auf. Ich verstehe. Das war ja ein bisschen ungünstig, dass er darunter fällt. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Wie schaffen die das denn? Sind wir doch in der Zukunft. Mit altertümlichen Rechnern. Vielleicht sind sie pleite gegangen. Ha, hallo Maus, hab dich vermisst. Vielleicht sind sie einfach pleite gegangen, kann ja sein. Dann mussten ihre Rechner verkaufen, nachdem GLaDOS tot war. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Oh, ich kann die Kameras nicht mehr abmachen. Ach doch, kann ich. Yeah. Okay. Okay, nein, das geht nicht. Okay, super. Da ist ein Würfel drin. Den Würfel hätte ich sehr gerne. Vor allem, ich soll springen, ne? Hier steht's ja, ich soll fliegen. Aber wie? Achso. Ah, am Anfang sind wir also noch nicht so trickreich, ja? Am Anfang muss man noch so auf billige Tricks, umsteigen. So, das Ganze nochmal. Kann ich mit dir auch darunter springen? Hui. Ja, funktioniert. Sollten Sie keine unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Gib mir die Kamera. Oh, jetzt ist sie runtergefallen. Okay. Da kann ich nichts platzieren. Da oben könnte ich was platzieren. Und da könnte ich was platzieren. Das heißt, ich brauche noch eine zweite Portal Gun. Na gut, war ein Versuch wert. Achso, cool.
Ja, müsste ich nur noch treffen, ne? Okay, hier haben wir schon mal einen Würfel. Ja. Ja, wie gehabt, ne? Hä? Du willst mich doch verarschen, oder? Verschwindet einfach mein Würfel. Okay. Erinnert immer noch daran, dass mein Kopf ziemlich am Arsch ist. Nach dem ganzen Scheiß. Okay. Ach, springen wir also nochmal, ja? So. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ich glaube, ich bin bestens geeignet. Ich meine, ich habe das Ding hier durchgezogen. Bam! So schnell war ich beim ersten Durchgang noch nicht mal. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Kuckuck, ich bin hier oben. Das war aber keine Stunde. Funktioniert das Ding? Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so, gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Oh, okay. Also ja, aber drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Ich drehe mich schon um. Mach. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Und los geht's. Du bist großartig. Vielleicht soll ich hier irgendwas aktivieren. Das wäre ein Rätsel. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh, bist du... Oh, Lilly. Nein. Ja, hallo, Lilly. Wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Danke. Weiter, weiter. Hallo. Lilly, hallo? Bist du es? Ich bin anders. Ich will ihn loslassen. Gib mir Lilly. Er hat gesagt, sie ist anders. Das muss Lilly sein. Ich liebe die Dinger. Oh. Ja, hallo Maus. Och Mann, das war bestimmt Lilly. Hoffentlich finde ich sie wieder. Ich bin anders. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ich setz mich hin. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Ja. Hier und jetzt. Ich möchte hier einfach raus. Wieso hast du denn... Und wenn du denkst, ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst. Nein, es ist noch Zeit. Wie wär's, wenn du eine Geheimtür öffnest, wo wir rauskommen? Nur mal so. Na gut, Freunde, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Ich habe leider die gelbe Kanone noch nicht gefunden.
Ich hoffe nur, ich finde sie bald. Denn dann fängt der Spaß erst an. Ja! Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Portal 2. Haut rein, euer Zero. Tschüss!